Guten Abend im Journal, liebe Zuschauer. 30 Minuten regionale Nachrichten für Sie und wir starten direkt mit diesen spannenden Themen. Leben im Kloster, die Geschichte von Kellenried. Außerdem Putz platzt ab, Münsterchor für 2 Jahre gesperrt und Endspurt fürs schöne Wetter. Aber noch ist es sonnig. Kinderhandel und Prostitution von Minderjährigen. Ein Thema, das ganz weit weg scheint von unserer beschaulichen Region. Weil das aber nicht stimmt, hat sich eine Fotografin aus Friedrichshafen dem Thema gewidmet. Not for Sale heißt ihr Projekt. Gestern gab es die symbolische Enthüllung ihrer Plakate, die jetzt im Friedrichshafener Stadtgebiet zu sehen sind. Franziska Ehrenfeld berichtet. Auffallend viele Frauen und Mädchen haben sich auf Gleis 2 des Stadtbahnhofs in Friedrichshafen versammelt. Der Grund ist die am Dienstag gestartete Fotokampagne von Lena Reiner zum Thema Kinderhandel und Zwangsprostitution. 21 Schülerinnen standen dafür Modell. 2016 las die Fotografin eine Studie der Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung. Die gab der jungen Frau zu denken. Auch wenn man die Studie gar nicht wirklich liest, sondern nur ins Fazit geht, liest man da, die ganze Welt ist betroffen, jedes Land ist betroffen. Und zwar sowohl auf der Täterseite als auch auf der Opferseite. Also es kann sich eigentlich keiner da rausziehen. Darum wollte Lena Reiner das Thema in den Fokus der Gesellschaft rücken, auch hier in Deutschland. Die Plakate hat sie zusammen mit dem Gestalter Billy Contreras entworfen. Der unkonventionelle Ansatz kam von ihr. Zum einen war mir wichtig, Mädchen von hier zu nehmen, also nicht irgendwie hinzugehen, zu sagen, ich suche mir jetzt echte Opfer und das muss irgendwie, sondern es ging mir darum, wirklich dieses Fazit eigentlich aufzugreifen, dass jedes Land betroffen ist, auch dieses Land hier. Und das andere ist, es gibt von unterschiedlichen Menschenrechtsorganisationen so die Schätzung, dass die hauptbetroffenen Gruppe Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren sind. Und deswegen habe ich eben gesagt, ich schreibe Schulen an und gucke, ob ich wirklich Schülerinnen oder Mädchen eben in dieser Altersspanne finde. Und das war gar nicht so einfach, aber es hat sich dann irgendwann die St. Elisabeth Realschule gemeldet. Im Religionsunterricht haben die Schülerinnen von der Kampagne erfahren. Einige wollten unbedingt mitmachen. Wir wurden eben gefragt, ob wir da gerne mitmachen würden. Und da wurde uns auch erzählt, dass es vor allem Kinder in unserem Alter sind. Und ich fand es erstmal ziemlich erschreckend. Und deswegen dachte ich, dass es eigentlich eine gute Sache ist, sich für die Leute einzusetzen und auch ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass es sowas überhaupt gibt. Weil man merkt das ja oft gar nicht, man kriegt das gar nicht so mit. Wenn ich mich sehe, dann fühle ich halt schon mich erschreckt, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass ich was bewirken kann dabei. Finanziell unterstützt wurde das Projekt unter anderem von der Stadt Friedrichshafen. Die Gleichstellungsbeauftragte Brigitte Pfrommer-Telge ist von der Kampagne überzeugt. Sie sensibilisiert zum Thema Sexkauf, sie sensibilisiert zum Thema Menschenhandel und sie sensibilisiert zum Thema Zwangsprostitution. Die Kampagne fordert uns alle auf, nicht wegzuschauen, hinzuschauen. Die Kampagne rückt die Ausbeutung von Minderjährigen in unser aller Bewusstsein und stellt unmissverständlich klar, dass Menschen nicht käuflich sind. Sind sie aber eben doch. Auch in den Friedrichshafener Bordellen soll es minderjährige Prostituierte geben. Aufgrund gefälschter Pässe lässt sich das aber kaum nachweisen. In die Zwangsprostitution geraten Mädchen aber auch durch die sogenannte Loverboy-Methode. Meistens dadurch, dass ein Mann sie sozusagen verliebt macht. Klingt jetzt wild, aber gerade in der Pubertät sind Mädchen doch oft anfällig für sehr viele Komplimente. Und über Tricks und auch gewisse Lügen zwingen diese Männer dann Mädchen in die Prostitution und machen sie dort abhängig. Damit das möglichst allen Kindern erspart bleibt, hängen die Plakate an Staustellen und Wartebereichen. So soll sich niemand der traurigen Realität entziehen können. Ja, die Plakate hängen übrigens noch bis zum 6. November. Und jetzt zu den Kurznachrichten. Schweigemarsch statt gemeinsamer Feier. Vor ziemlich genau einem Jahr haben die katholischen und evangelischen Kirchen in Ravensburg sowie Oberbürgermeister Daniel Rapp die vielbeachtete Ravensburger Erklärung unterzeichnet. Darin laden beide Konfessionen alle Christen zu gemeinsamer Kommunion und Abendmahl ein. Jetzt kommt aber der Widerruf. Laut dem katholischen Pfarrer Hermann Riedle hat Bischof Fürst ihm die Rechtsgrundlage der katholischen Kirche dargelegt. Die sieht eine Zulassung eines evangelischen Christen nur im Einzelfall vor. Rapp und die evangelische Kirche reagieren verärgert. Weitere Meldungen jetzt im Überblick.
Im Bodenseekreis startet im Januar 2019 eine eigene ambulante Palliativversorgung. Das Palliativteam Bodensee wird rund 10 Mediziner und ein kleines Team an Pflegekräften haben. Sie versorgen unheilbar Kranke in der Endphase zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld. Das Palliativteam Bodensee wird rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr zur Verfügung stehen. Der Bodenseekreis unterstützt die Gründung mit bis zu 300.000 Euro. Bislang wurde der Bodenseekreis vom Palliativdienst Clinic Home Interface in Ravensburg mitversorgt. Der ist mittlerweile allerdings überlastet. In Ravensburg wächst der Widerstand gegen die vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben geplante Erweiterung der Kiesgruben im Knollengraben und Eschach-Kögel. Beide Abbaustätten sollen massiv ausgebaut werden, um den Bedarf an Kies zu decken. Die Eschacher SPD lehnt das ebenso ab wie die Ravensburger Stadtratsfraktion der Grünen. Auch der Eschacher Ortschaftsrat hat geschlossen gegen eine Erweiterung votiert. Kritiker befürchten durch einen Ausbau der Kiesgruben deutlich mehr Schwerlastverkehr, eine Zerstörung der Natur und die Gefahr einer Verunreinigung des Trinkwassers. Seit Anfang dieser Woche findet in der Grundschule Burgweiler im Landkreis Sigmaringen kein Unterricht mehr statt. Der Grund für den Unterrichtsausfall an der kleinen Schule ist die mangelnde Lehrerversorgung. Die 8 betroffenen Kinder besuchen bis zum Schuljahresende 2018-2019 das Reinhold-Frank-Schulzentrum in Ostrach. Bis vor einigen Jahren war die Grundschule Burgweiler noch eigenständig, ehe sie eine Außenstelle des Schulzentrums in Ostrach wurde. In Burgweiler wurden die Kinder der 1. und 2. Klasse jahrgangsübergreifend unterrichtet. Die Kinder der 3. und 4. Klasse gehen schon länger in Ostrach zur Schule. Umzugsstimmung herrscht im Altshauser Rathaus. Rund 130 Kartons und Büromöbel wechseln in diesen Tagen die Straßenseite. Denn die Verwaltung zieht nach gegenüber in die Alte Post, da das Notariat von dort nach Bad Saulgau umgezogen ist. In das Rathausgebäude kommen unter anderem die Büros der Volkshochschule und der Beratungsstelle Zuhause Leben. Das trockene Wetter setzt Bauern und Gärtnern im Kreis Tuttlingen zu. Eine Gärtnerei in Emmingen-Liptingen muss aktuell mit Trinkwasser gießen, weil das Regenwasser nicht ausreicht. Das ist mit hohen Kosten verbunden. Auch Landwirte brauchen nach der Aussaat dringend Regen. Die Folgen der Trockenheit spiegeln sich unter anderem in der Ernte wider. Die Früchte sind dieses Jahr zum Teil deutlich kleiner gewachsen als sonst. Das Land will in das bestehende Freilichtmuseum auf der Heuneburg im Kreis Sigmaringen investieren. Das sieht eine im Kabinett beschlossene Keltenkonzeption des Landes vor. Seit dem 6. Jahrhundert vor Christus siedelten Kelten in Europa. Die Heuneburg zählt zu den bedeutendsten Fundstätten. Die Entdeckung des Grabes einer Keltenfürstin wurde erst jüngst als Sensation gefeiert. Die Landesregierung plant, solche Funde der Heuneburg und der Umgebung nicht mehr in Stuttgart, sondern vor Ort zu zeigen. Dafür sind Investitionen notwendig. Unweit der Heuneburg im Bereich der Domäne Talhof soll dafür eine Erlebniswelt entstehen. Willkommen zurück im Journal. Ja, die Faszination für das Klosterleben ist ungebrochen. Es ist so nah und den meisten Menschen doch so fern. Eines der zwei noch lebendigen Klöster im Landkreis Ravensburg ist die Abtei St. Ehrentraut in Kellenried. Die Schwestern des Benediktinerordens haben uns nun Einblicke in ihr abgeschiedenes Leben gewährt. Meine Kollegen Rahel Krümer und Alexis Albrecht berichten. Die Abtei St. Ehrentraut in Kellenried erhebt sich hinter der Hopfenplantage. Die Spitzen der Kirchtürme scheinen direkt aus dem Barock zu stammen. Doch bei näherem Hinsehen erkennt man, das Kloster wurde nur im Stil des Barock erbaut und mit Neubauten erweitert. Das Kloster ist gerade einmal 92 Jahre alt, verglichen mit den anderen Klöstern der Region richtig jung. Doch wie kommt es zu einer Klosterneugründung im 20. Jahrhundert? Die Anfänge von St. Ehrentraut finden sich im österreichischen Nonnberg bei Salzburg. Von hier aus gründen die Nonnen immer wieder neue Gemeinschaften. Durch Zufall und Kontakte in die Region landen die Schwestern 1926 schließlich in Kellenried. Während des Zweiten Weltkriegs erlebt das noch recht junge Kloster ein düsteres Kapitel. Die Gestapo konfisziert den Bau und macht daraus ein Lager für rund 400 slowenische Umsiedler. Roswitha Jele wird in der Nähe des Klosters geboren und erinnert sich noch an die Zeit, als die Slowenen im Kloster leben. Sie selbst spielt ganz selbstverständlich mit den Kindern aus dem Lager und hat ein slowenisches Kindermädchen. Das war einfach nett, wir haben uns gut verstanden. Gerade die Rosa, das war ein liebes Mädchen.
schade, dass man die nirgends gefunden hat. Jetzt, wo man so nachgeforscht hat, aber vielleicht hat man den Namen anders gesagt. Ja, die hat man halt auch anfordern können, wenn man Hilfe gebraucht hat. Unsere Mutter hat jetzt halt ein Mädchen wollen, wo ein älter war wie mir, die auf uns aufpasst hat. Die 60 Benediktinerinnen, die damals im Kloster leben, sind nach der Übernahme des Klosters durch die Nazis heimatlos und kommen anderswo unter. 13 Schwestern bleiben da und führen die Landwirtschaft weiter. Roswitha Jehle und ihre Familie sind von Beginn an eng mit dem Kloster verbunden, nicht zuletzt durch die Holzwerkstatt des Vaters, der auch öfter Arbeiten im Kloster übernimmt. Ja, das sind ja die, die in der Landwirtschaft verblieben sind, die sind ja dann auch mit dem Ochsenfuhrwerk zu uns rübergekommen, gerade in die Werkstatt. So, wir haben eigentlich so immer Beziehung gehabt. Es ist eine Beziehung, die ein Leben lang bestehen bleibt, auch als die Nonnen wieder zurück ins Kloster ziehen. Zunächst gestaltet sich der Kontakt aufgrund der strengen Klausurregeln allerdings schwierig. Gesprochen werden darf zum Beispiel nur in den Sprechzimmern durch ein Gitter. Es gibt strikt getrennte Bereiche für Nonnen und Besucher. Also mein Bruder, der ist 2 Jahre jünger, der weiß da halt auch nicht mehr viel davon. Der erzählt immer bloß, dass ihn der Vater mal mitgenommen hat, wo der Vater da geschafft hat. Aber da war ja noch Klausur und da hat er 3 dafür ins Kloster. Und anscheinend war das eine größere Arbeit, sodass der Vater einfach einige Stunden zum Schaffen gehabt hat. Und er ist da so vor der Pforte an dem Hang dann gesessen oder rumgelaufen. Eine Schwester ist dann gekommen und hat gesagt, also komm, Bibli, er hat Hunger und Durst gehabt einfach. Und der Vater hat wahrscheinlich gedacht, dass er so lange gearbeitet hat. Und sie hatten aber dann mit reingenommen. Aber das war ja eigentlich was Besonderes. Das ist ja so ein Shit. Aber das hat er nie vergessen, dass er nicht ins Kloster rein darf. Mittlerweile sind die Regeln gelockert. Als verheiratete Frau geht Roswitha Jehle dann auch mehrmals in der Woche ins Kloster und arbeitet gemeinsam mit anderen Frauen aus der Nachbarschaft im Gastflügel. Das Kloster Kellenried ist eben für viele Nachbarn ein fester Bestandteil ihres Lebens. Oder wie Roswitha Jehle es ausdrückt, das Kloster und die Bewohner der angrenzenden Dörfer gehören einfach zusammen. Ja, tolle Einblicke, die Sie uns da gewährt haben. Und auch nächste Woche nehmen wir Sie immer mal wieder mit ins Kloster. Wir kommen jetzt zu weiteren Kurznachrichten. Im Bereich der Rheinmündung bei Hart am Bodensee hat sich eine neue Sandinsel gebildet. Wie die internationale Rheinregulierung mitteilt, handelt es sich dabei um eine völlig natürliche Ablagerung. Sichtbar ist sie bereits seit einigen Wochen durch den niedrigen Pegel des Sees. Generell hat das Niedrigwasser am Bodensee schon fast historische Ausmaße angenommen. Und nun zu weiteren Kurznachrichten. Nachrichten aus der Region. Die Südumfahrung Kehlen nimmt weiter Gestalt an. Bei dem 20-Millionen-Euro-Projekt hat der zweite Abschnitt der Straßenbauarbeiten begonnen. Mit ihnen lässt sich der Verlauf der Straße Richtung Hirschlatt bereits ansatzweise erkennen. Abgetragen ist der Oberboden. Jetzt wird von der Dammschüttung her Material angekarrt, das dort nicht mehr benötigt wird. Ende nächsten Jahres soll der Verkehr rollen können. Es werden wohl die Bürger sein, die darüber entscheiden, ob die Markdorfer Stadtverwaltung in das historische Bischofsschloss umzieht oder nicht. Eine Bürgerinitiative, die sich gegen den geplanten Umzug einsetzt, hat eigenen Angaben zufolge mehr als die erforderlichen 770 Unterschriften beisammen. Am kommenden Mittwoch will sie die Liste im Rathaus abgeben. Sind die Unterschriften gültig, muss der Gemeinderat innerhalb der nächsten 4 Monate einen Termin für einen Bürgerentscheid ansetzen. Bei der Abstimmung müssten die Gegner des Rathausumzugs nicht nur die Mehrheit der Stimmen hinter sich vereinen, sondern auch ein Quorum von 20% der Wahlbeteiligten erreichen. Im ehemaligen Tenniscenter in Bad Saulgau soll Anfang kommenden Jahres eine Trampolinhalle auf einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern eröffnen. Es ist die erste Trampolinhalle im Landkreis Sigmaringen, dessen Betreiber Michele Santoro aus Ulm davon überzeugt ist, dass auch im ländlichen Raum die Nachfrage enorm ist. Die Halle liegt günstig an der B32 und ist umgeben von Schulen, Hallen und dem Hallenbad.
Der Indoor-Parkplatz Happyland direkt daneben mit seinen zahlreichen Hüpfburgen und Spielgeräten soll in das Konzept mit einbezogen werden. Santoro ist neuer Eigentümer des Happylands. Neue Ausstellung. Mit der Einzelausstellung Pantarei widmet das Kunstmuseum der österreichischen Künstlerin Martha Jungwirth eine Ausstellung. Die Werkschau umfasst Schlüsselwerke aus den 70er Jahren bis heute und setzt einen Schwerpunkt auf Jungwirths Aquarellen. Die Künstlerin wurde übrigens Anfang des Jahres mit dem renommierten Oskar-Kokoschka-Preis ausgezeichnet. Die Ausstellung in Ravensburg ist bis zum 24. Februar 2017 zu sehen. Wir sind zurück im Journal. Ja, und leider direkt mit schlechten Nachrichten für Paare, die in den nächsten 2 Jahren im Ulmer Münster heiraten wollten. Der Chorraum bleibt für mindestens 2 Jahre gesperrt. Seit heute steht fest, der Putz muss erneuert und gleichzeitig gesichert werden. Welche Arbeiten anstehen, zeigen wir Ihnen jetzt. Die Decke im Chorraum des Ulmer Münsters muss neu verputzt werden. Dafür bleibt er voraussichtlich 2 Jahre lang geschlossen. Es ist einfach zu gefährlich. Ende September stürzt das erste Stück Putz von der Decke. Jederzeit könnten weitere Stücke folgen. Das soll eine Sanierung ändern. Die Sicherung soll so erfolgen, dass wir entlang den Gewölberippen die hohl liegenden Putzstellen, dass wir die entfernen und dass wir dann gegebenenfalls eine Armierung einbringen. Die soll dafür sorgen, dass auch lose Teile an der Decke bleiben. Dass überhaupt Putz von der Decke bröckelt, hat mehrere Ursachen. Zum einen liegt es an der zu trockenen Luft im Münster, zum anderen liegt es am Putz selbst. Denn einer von Hilberts Vorgängern repariert nach dem Zweiten Weltkrieg die Schäden, die eine zum Glück nicht detonierte 500-Kilo-Bombe im Münster anrichtet. Dazu benutzt er einen schwereren Putz. In den kommenden 2 Jahren wird jedoch nicht nur der Putz erneuert. Zeitgleich werden im Chorraum unter anderem Chorgestühl, Orgel und der Boden restauriert. Veranstaltungen, Gottesdienste und Hochzeiten müssen ausweichen. Wenn es kleinere Hochzeitsgesellschaften sind, können wir in Konrad-Sam-Kapelle gehen. Ist auch ein schöner Raum in Münster, gar kein Problem. Und für die Hochzeiten, die wir zugesagt haben in Münster, dass die Brautpaare da einfach verlässlich planen können, die finden dann halt am Hauptaltar statt. Die Kosten für die gesamte Sanierung liegen bei rund 460.000 Euro. Schon im Januar soll das Gerüst stehen. Das könnte jedoch selbst eine Sehenswürdigkeit werden, denn es umfasst rund 13.000 Kubikmeter Raum. So viel wie etwa 16 Einfamilienhäuser. Und wir kommen jetzt zu den aktuellsten Sportnachrichten aus der Region. 2 Termine binnen 24 Stunden haben die Volleyballer des VfB Friedrichshafen an diesem Wochenende in der Bundesliga zu absolvieren. Am Samstag empfängt die Mannschaft von VfB-Chefcoach Vital Heinen um 19.30 Uhr das Stützpunktteam VC Olympia Berlin. Am Sonntagnachmittag gastieren ab 17 Uhr die Volleyball-Bisons aus Bühl in der Hefler ZF-Arena. Nach dem Auftaktsieg des VfB gegen Rottenburg geht Friedrichshafen auch gegen die beiden nächsten Gegner als Favorit ins Rennen. Sebastian Wenzel aus Bad Waldsee hat bei der deutschen Sprintmeisterschaft der Ruderer in Münster den 3. Platz belegt. Im Finale hatte er ganze 0,06 Sekunden Vorsprung auf den 4. Platzierten. Dementsprechend groß war der Jubel über den Medaillengewinn. Mit 4 Teamkollegen wurde Wenzel in der Klasse Vierer mit Steuermann zudem 6. Der Traum vom Aufstieg in die erste Skater-Hockey-Bundesliga ist für die Speichingen Badgers vorbei. Die Primstädter verloren das Rückspiel im Playoff-Viertelfinale beim Krefelder SC 2 mit 8:9 nach Penaltyschießen. Im Hinspiel hatten sich die Teams mit 8:8 unentschieden getrennt. Besonders bitter war für die Badgers, sie hatten sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung bis kurz vor Ablauf der Spielzeit geführt, brachten den Vorsprung allerdings nicht über die Zeit. Ich glaube, das kann ich schon mal verraten. Das Wochenende bleibt auf jeden Fall sonnig. Was uns ab nächster Woche dann erwartet und ob wir unseren Kleiderschrank schon mal wintertauglich machen sollten, das weiß jetzt mein Kollege Paul Heger. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Das Hoch Wolfgang, das liegt wie betoniert über den britischen Inseln. Das heißt, unser Wetter bleibt längere Zeit noch relativ ruhig. Aber die Luftmasse, die verändert sich. Es wird jetzt immer kühler Stück für Stück. Und die Luft wird auch etwas feuchter. Dementsprechend können sich teilweise Nebel- und Hochnebelfelder auch mal etwas länger halten. Recht gut sieht es noch in den meisten Regionen von Baden-Württemberg aus. Die Wolken sind zwar vor allem zum Anfang etwas dicht, aber danach kommt die Sonne durch. Und dann haben wir sogar bis zu 19, vielleicht hier und da noch mal 20 Grad.
im Süden vom Hochrhein über den südlichen Oberrhein auch Richtung Bodensee-Allgäu, kann das Ganze doch mal etwas drüber bleiben, wie wir das auch hier auf der Karte sehen. Ich bin recht zuversichtlich, dass die Sonne es überall schaffen wird, aber je nachdem, wie trüb es dann bleibt, liegen mit Sonnenschein die Temperaturen bei bis zu 18 Grad. Ansonsten kann es auch mal noch 3, 4 Grad kühler bleiben. Das ist dann schon Herbst bei uns in der Region. Am Sonntag sieht das Ganze etwas besser aus. Da wird sich der Nebel wahrscheinlich noch mal leichter auflösen. Montag wieder etwas schwieriger. Und dann wird es doch spürbar kälter, am Dienstag nur noch 9 Grad. In den Alpen übrigens bei diesen Temperaturen dann schon Schnee in den mittleren Lagen. Danach wird es noch mal etwas wärmer, es bleibt nass und es wird dazu ziemlich windig, teilweise sogar stürmisch. Ja, vielen Dank, Paul. Das war's auch schon mit dem Journal für diese Woche. Alle Beiträge können Sie auch noch mal unter regio-tv.de abrufen. Und ansonsten sind wir nächste Woche wieder für Sie da, dann mit meiner Kollegin Svenja Dunker. Ein schönes Wochenende Ihnen. Tschüss.